MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Hauptaccount und jetzt gibt es ein sauwichtiges Spiel. Und ja, wenn wir das verlieren, dann geht's mal wieder in Liga 2. Wäre eigentlich ganz cool, weil heute Abend steht ein Stream an. Und ja, dann hätten wir heute Abend im Stream wieder eine Aufgabe aufzusteigen. Oder noch weiter abzusteigen. Und wir werden, ja, mit dem Zufallsgenerator mit einem Team spielen. Ha, wir haben zwar nur welche, die ich hoffentlich spielen kann, aber ich werde mal gucken, ja, das geht so. Ich werde jetzt so durchgehen, mach die Augen zu und sage jetzt Stopp. Und wir spielen mit Create New Squad. Okay, nochmal. Stopp. Messi, alles klar, Messi ist dran, der Messias. Messias der COD-Szene. So, wen machen wir da als Trainer eigentlich mal rein? Ich glaube, Serie A war am meisten. Machen wir einfach mal Serie A rein. Haben alle 9 oder 10. Dann packe ich da noch einen Team-Fitness drauf. Ist ja so ein verdammt wichtiges Spiel. Und wir haben 1,6 Millionen Karten. Und jetzt starten wir dann mal mit der ganzen Chose hier. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also so katastrophal, wie ich im letzten Spiel gespielt habe. Wenn das jetzt wieder der Fall ist, ja, dann Happy Birthday, dann wird nämlich nichts mit Liga 1 Verbleib. Aber naja, wir werden sehen. Schauen wir mal. Suchen wir uns erstmal einen Gegner und dann gucken wir mal, was die Jungs so zu bieten haben. Also das Team, daran darf es auf keinen Fall liegen, weil das Team, das habe ich schon gespielt und das ist ein super Team eigentlich. Aber es kommt ja immer drauf an, wenn der Massive da vor der Konsole hängt, da ist ja manchmal alles, ja, Heititai Sonnenschein, alles Tutti. Und dann kriegt er mal wieder voll auf die Fresse, weil er einfach nur scheiße spielt. Und deswegen wollen wir mal gucken, wie das heute so aussieht. Ich werde nämlich gleich nach diesem Spiel werde ich mich schön duschen. Und danach werde ich mich aufmachen in die weite Welt. Wir wollen ein wenig angeln gehen. Ein wenig ja, schön an Beach hängen. Was heißt an Beach? Natürlich nicht da am Badestrand. Aber ich habe das, glaube ich, schon mal erklärt. Das ist am Naihan-Strand, da ist ja der ganze Strand, halt so, von vorne. Und dann kannst du dann außen, kannst du, da ist so eine Hotelanlage, da kannst du unten durchs Parkhaus fahren. Und dann kommst du hinten an so kleine Klippen, also Klippen sind es eigentlich nicht. Da sind halt so, sind ein paar Steine und sowas, größere Steine. Und da kannst du dich auf so einen dicken Felsen hocken und kannst da noch ein bisschen die Angel reinschmeißen. Holst dir dann noch ein bisschen Shoppen nebenbei oder so und chillst da halt einfach mal so ein bisschen dein Leben in der Sonne. Heute ist auch wieder bombenheiß, keine Wolke am Himmel. Und ja, das wollen wir gleich mal machen. Jetzt aktuell ist bei mir 1 Uhr, einsam war. Und ja, so gegen 2 wollen wir dann los wahrscheinlich. Hier gegen Navas, Muniain, Usche, also auf jeden Fall Pace. Vallejo, Rakitic, ich glaube das war dieser Dingsterbums da im in der zentralen Mitte. San Siro FC, spielt auch im San Siro hier. Ja, alles klar. Schauen wir mal, wie das gegen den Herrn denn so läuft. Erstmal alles einstellen. Und dann lassen wir uns mal hier auf die Kappe geben. Nein, natürlich gewinnen wir. Godin hat da hinten, sehe ich jetzt hier schon mal. Gut, boah, meine Augen kommen irgendwie noch nicht so ganz mit. Hab wohl gestern, oh, ich hoffe mal, er ist jetzt nicht wieder so ein Passfetischist. Kommt mir aber erstmal so vor. Ah, Suarez, genau so heißt der. Natürlich nicht der Dingsterbumster Suarez, sondern der andere Dingsterbumster Suarez. Nicht der Barca Suarez, sondern der Atletico Suarez. Mann. Ja, Messi wurde da irgendwie so ein bisschen gehalten, deswegen durfte der den Pass nicht richtig durchführen. So, das war eigentlich klar, dass das kommt. Und der ach komm, Alter. Wenn er jetzt schon wieder mit so einem Hurensohn Schiedsrichter anfängt, dann kann es ja nur scheiße werden. Meine Fresse, der Fernand läuft ihm ganz normal den Ball ab und es gibt direkt eine Foul. Dann leckt mir die Eier. Ja, Ivan, du kannst nur bei mir abgehen, nicht bei den Gegnern. Das kannst du haken. So, sonst gibt es nämlich direkt eine Degradierung für dich, mein Freund. So, hier mal vorne auf den Lionel durch. Komm, laufen wir einfach mal. Hier, grätscht an uns vorbei. Und da kommt, oh, die Fotze, Alter. Ah, Leo. Leo hat Handschuhe an. Ich glaube, Leo ist kalt. Aber warum denn? Guck mal hier nochmal. Der hat echt Handschuhe an. Warum? Naja, ist ja dir überlassen, Leo, ne? Ist dir überlassen. Wenn du damit besser spielen kannst, dann, ja, sage ich, ist das okay. Tevesa. Ist ein bisschen aggressiv hier reingegangen. Ja, hier kommen die Fehlpass-Staffetten vom Massive, die man so kennt. So.
Rakitic, komm, push ein bisschen drauf hier. Vallejo, Juan Fran. So, Uche, den will er natürlich. Nein, will er nicht. Okay, wahrscheinlich wieder faul, ne? Für den Gegner. Na, sei froh, Junge, sei froh. So, da ist Daniele De Rossi, aber ich glaube den... Genau, der kommt da hinten beim Tevesa an. So, Kuhn nochmal hier einen rüber. Und jetzt hören wir da vorne eventuell mit dem Kühnchen durch. Leider nicht. Ivan steht dazwischen. Egal, gibt einen Einwurf für uns. Ah, das Ding werden wir shippen hier. Das Ding werden wir shippen. Ich hab's im Gefühl. Ich hab's im Gefühl. Nächste Chance wird dann vielleicht auch mal reingehen. Ich habe jetzt seit 4 Tagen oder so kein Tor mehr geschossen, glaube ich. Weil ich 4 Tage nicht gespielt hatte. Und im letzten Spiel, ja, haben wir kein Tor geschossen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Oh, oh, aufpassen. Nicht zu viel rausziehen hier, Messe. Fängt schon wieder an hier. Rakitic. Na! Ihr habt's gesehen. Chiellini hat abrupt abgestoppt. Nur mit Suarez da vorne durchkommt. Das ist so fucking lächerlich, dieses dreckige Huren-Scheißspiel. Guckt euch das bitte nochmal an. Ich wette, er lässt's laufen. So, jetzt hier. Chiellini, dicke vorne, überhaupt kein Problem. Dann hört er auf zu laufen. Dann hört er auf zu laufen, die fette Sau. Bitte sagt mir hier meinen Fehler. Und den will ich jetzt mal wissen, weil es gibt ja immer irgendwelche ja, Pro-Trainer, die sagen, na, da hast du das und das falsch gemacht. Dann bitte mir jetzt erzählen, was ich hier falsch gemacht habe. Weil das kann kein Fehler gewesen sein. Weil wir standen ja, hat man ja bis zum Ende gesehen, bis der Pass kam. Chiellini stand auf der richtigen Position, alles tutti. Aber wollen wir jetzt auch gar nicht weiter lange drüber reden. Wir werden das Spiel jetzt einfach drehen und gut ist die Sache. Wenn der Schiedsrichter aufhört, mich zu hassen. Ah, ärgerlich, ey. Nee, das werde ich mir so nicht geben lassen. Ja, jetzt sind es natürlich schon mal Minimum 2 Tore, die wir hier machen müssen. So, Suarez wieder. Tremolinas, abgefangen. Nochmal, danke. Hier nochmal einen nach vorne auf dem De Rossi. Daniele. Ja, Leo. Hat aber sehr gut seinen Mann mitgezogen. Hat sich gedacht, jo, was heißt hat sich gedacht? War jetzt auch relativ obvious von mir gespielt. Und ja. So, aufpassen hier. Ist hier ein bisschen am Rumfuchteln. Schön abgefangen vom Fernand. Och, und dann wieder so einen Katastrophenpass. Kommt die Rossi. Ach, meine Güte. Als ob sie selber noch nicht so geschlafen hätten, meine Spieler. So, nochmal auf die Außen. Ah, Chiellini ist jetzt natürlich draußen hinten. So, Daniele De Rossi, sehr schön. Bringen wir einen rüber. Und jetzt da vorne durch auf den Lionel Messi. Der kriegt die Ballannahme aber nicht so ganz geschissen. Oh, und wo Kuhn das Ding hinbringt, das weiß nur der liebe Gott. Oh, massive pushen. Also, das darf ich eigentlich nicht verlieren, dieses Spiel. So. Werden wir auch nicht. Werden wir auch nicht. So. Das war nämlich Chiellinis einziger Fehler. Noch einen wird er nicht machen. So, Sabaleta. Hier erst nochmal einen weiter auf den Leo. Ja, Leo bleibt im Ballbesitz. Sehr schön. Tevesa, komm. Warten wir hier erstmal ganz kurz. Und da vorne, jetzt sind wir durch mit dem Kuhn. Wären wir durch mit dem Kuhn, aber der Ball kommt leider kurz zu weit von Tevez. So. Nicht zu aggressiv. Haben wir hoffentlich nicht. Pff, Chiellini steht da schon. Chiellini! Ach du Scheiße. Ich glaube, Chiellini braucht mal eine dringende Pause. Ich weiß nicht, was mit dem Kerle los ist. Der hat da zweimal den Ball und verliert zweimal den Ball wieder. Ich weiß nicht, was mit dem, wie gesagt, los ist. So, jetzt mal hier außen auf dem Leo. Godin steht leider. Ah, Godin. Ja, du bist ziemlich cool, Kollege, auf jeden Fall. So, jetzt geht's hier auf die Außen. Haben wir. Einwurf. Komm, vor der Halbzeit noch das 1:1. Braucht wieder eine halbe Stunde. Oh, da kommen sie noch nicht mal wieder dran, ey. Ah, ist das ärgerlich.
Naja, der Kerl wird hier noch sein blaues Wunder erleben. Der wird noch sein blaues Wunder erleben, wenn er hier mit 5 zu 1 vom Platz geht. So, jetzt hier nämlich ist der Kuhn schon mal durch. Alter, wie schnell ist sein Kerl da? Aber ist ja egal. Wir sind durch. Ja. Der hat jetzt nicht das Spiel abgepfiffen, ne? Der hat jetzt nicht das Spiel abgepfiffen, oder? Elfmeter, ne? Ist richtig, wa? Das ist mein Spieler, der gerade gelb bekommt. Das ist jetzt, Boah. Ich sag nichts dazu. Ich sag mal überhaupt nichts dazu. Bei mir gibt es da einen zehnfachen Elfmeter mit fünffacher roter Karte. Beim Gegner? Nö. Das passt alles so. So, Leo Messi hier vorne. Na, komm, push die nochmal. Wie schon gesagt, vor der Halbzeit hätte ich ganz gerne noch eins. Boah, ist das unglaublich, ey. Dieses dreckige Momentumspiel. Unglaublich einfach nur. So, Leo Messi. Ah, kriegen wir nicht ganz durchgezogen, aber Basali rückt gut raus. Gut, Halbzeit. Ist okay. Ist 1 zu 0. Meiner Meinung nach jetzt verdient. Sei mal dahingestellt, aber es ist ein 1 zu 0, weil der Chiellini, ich glaube, es war Chiellini, ne? Ja, ein bisschen sehr gegen Suarez gefailt hatte. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Ja, ich wollte schon sagen, dass er jetzt nicht mit Zeitspiel oder sowas beginnt. Aber scheint mir nicht so zu sein. Gibt ja auch noch Leute mit Eiern. Oh, komme ich nicht hinterher. Mario Suarez. Boah, ich weiß nicht, was los ist. Nee, ich glaube, das wird leider Gottes ein verdienter Abstieg in Liga 2. Nee, ich muss auch ganz ehrlich sein. Ich habe mir auch keine Chancen erspielt. Ich dachte jetzt echt, der Sirigu läuft mit dem Ball ins Tor. Ich habe mir auch keine Chancen erspielt, was sich jetzt vielleicht mal ändert. Nämlich mit dem Kuhn. Das stimmt. Ihr habt's gesehen. Ich stehe vor dem Gegner und auf einmal werde ich teleportiert mit Kuhn. Ich werde teleportiert und stehe hinter ihm. Das ist mal wieder sehr logisch. Vallejo. Tevesa läuft gut mit nach hinten. Schön, Kuhn. Ah, er hat als einen Außenverteidiger nicht angewählt, deswegen habe ich gedacht, ich könnte das so machen. Konnte ich jetzt aber nicht unbedingt. So, Tremolinas. 55. Ich meine, da geht noch was, da geht noch was. Wird ein enges Ding hier, aber da geht noch was. Man könnte sich jetzt natürlich auf sein Team versteifen, dass ich da gewinnen muss, aber man muss natürlich in den Fällen auch sehen, dass der Herr nicht umsonst in Liga 1 ist. Der ist nicht umsonst in Liga 1 und ja, deswegen heißt es hier auch pushen gegen so ein Team. Also ganz mit pushen ist hier nichts. Ich weiß nicht, ich kriege vor allem nach vorne überhaupt nichts auf die Kante. Und jetzt gibt es den Eckball, 30 Minuten nur noch. Irgendwie die Zeit, die rennt mir richtig davon hier in dem Spiel. Aber ich kriege auch keine ordentlichen Chancen kreiert. What the fuck? Gut, jetzt aber. Ah. Puh, komm, Ausgleich, Kuhn. Ich habe schon wieder gesehen, dass er nicht reingeht. Aber Ausgleich, Kuhn. Okay. Weiter. Weiter an die Nase packen. Schneller Konter. Das war gut. Nach einer Ecke. Das passiert. Ich kriege sehr viele Gegentore durch Eckenkonter, aber selber welche machen, mache ich eigentlich nie. Deswegen bin ich da jetzt mal halb stolz sogar auf mich, dass ich mal einen Konter nach einer Ecke mache. So, und jetzt wollen wir das Spiel umdrehen, aber ganz schnell. So, Sabaleta kommt über die Außen. Tremolinas. Ah, macht da gut hier mit dem Ball durchlassen. Will er flach reinbringen. Oh, und dem Gegner direkt in die Füße gespielt. Vallejo. Das wäre es gewesen. Da wäre ich schon wieder am Tilten gewesen. Direkt in die Füße. Komischerweise steht auch der Keeper komplett nicht auf dem Posten. Das heißt, wenn der Ball aufs Tor geht, wäre er durch gewesen. Oh, was ne Fackel. Messi müsste hier eigentlich durchkommen. Also wäre eigentlich durchgekommen, wenn er mal irgendwie passen lernen würde. Wer das auch immer war.
Haben wir? Ja? Hier nochmal einen rüber. Kuhn. 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 Alter Tremolinas. Was haben sie dir denn ins Essen getan? Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass er da noch drankommt. Ist er aber. So, Navas. Vallejo. Haben wir. Schön. Und da vorne geht's durch auf den Kuhn Agüero. Sia. 2:1. Kuhn das Spiel mal umgedreht hier. So muss es sein. So gefällt mir das. Kuhn ist schon Berster. Und jetzt einfach ein bisschen Konzentration hinten oben behalten. Ich dachte jetzt schon, meine Aufnahme hätte sich abgebrochen. Das hätte mal wieder so gebracht. So gepasst. Jetzt heißt es natürlich hier den Arsch hinten oben zu behalten. Keine Gegentore und am besten noch ein Tor. Na was? Oh oh. Oh, gut, von wem auch immer. Schön, die Rossi. Und jetzt da vorne durch. Ja. Jetzt sind wir da vorne mit dem Leo Messi durch. Oh, was machst du, Fernandinho? Hüpp. Ja, ich wollte da nicht sweaten. Ich wollte auch in einem engen Spiel nicht sweaten hier in dieser Situation. Warum auch immer. Hätte ich natürlich machen müssen. Es geht hier immerhin um den Klassenerhalt, den ich mir eigentlich holen möchte. Ah, ich mach's aber einfach nicht. Keine Ahnung. Ich hatte im Gefühl, mach's das mal nicht, Massive. Hätte ich's mal machen sollen. Ach, ich spiele dem Gegner immer wieder in die Füße. Ich bin so ein Vollidiot. 10 Minuten vor Ende hole ich nicht den Sweat raus. Das ist sowas von abnormalst dumm. Das ist sowas von abnormalst dumm. Ich war mir sicher, dass ich das Ding mit Messi mache, aber Messi hat heute keinen guten Tag. Heute ist irgendwie Kuhn sein Tag. Ja. Geskriptetes Drecksspiel, aber okay. Oh, den fängt er tatsächlich mit Suarez ab. Das gibt es nicht. Okay, jetzt ist er, macht er hier noch den Siegtreffer. Ja. Das ist ein Spiel für die Geschichtsbücher vom Massive. Ich kann das sichere Ding mit dem Sweat nach Hause fahren. Na gut, ich habe jetzt natürlich alles nach vorne geschmissen, weil uns hätte nur ein Sieg weitergeholfen. Oder? Scheiße! Ich glaube... Fuck! Komm, ich glaube, mir hilft sogar ein Unentschieden. Oh nein! Komm, hol dir den Ball. Fuck! Ich glaube, mir hilft sogar ein Unentschieden. Du bist so eine dreckige Wichsersau. Ja, und jetzt das gute alte Liga 1 Zeitspiel. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ah, oh, bist du eine dreckige Muschi, Alter. Du bist eine richtig dreckige Muschi. Eine richtig dreckige Muschi bist du. Alter, dir sollten sie irgendwas in... Ach, keine Ahnung. Einzige Möglichkeit hier, schnell nach vorne. Tevesa, abseits. Lass ihn doch durch! Oh mein Gott. Mir hätte, glaube ich, echt ein Unentschieden weitergeholfen. Tatsächlich. Aber ich Vollidiot, ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube nämlich, wir hatten 10 Punkte und ein Punkt hätte gereicht. Ein Unentschieden und ein Sieg hätte nämlich gereicht. Ich bin so ein Vollidiot. Ja gut, jetzt bin ich abgestiegen. Das ist ein Spiel für die Geschichtsbücher.
schlecht gespielt, aber trotzdem, das Ding hätte ich eigentlich nach Hause gefahren, wenn ich einfach gesweatet hätte, wie das auch jeder normale macht in Liga 1. Ich meine, man sieht, was da für komplette Vollpfotzen rumlaufen, die dann natürlich wieder alles nur Zeitspiel machen. Und das ist halt so dumm von mir. Ich muss jetzt nochmal die Dingsterbumster sehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Abschlussbalken sehen von der Liga. Ja. Das hätte echt gereicht. Das gibt's nicht. Es hätte gereicht. Es hätte gereicht. Nur unentschieden. Dann hätte ich nämlich im nächsten Spiel einfach einen Sieg holen können. Oh mein Gott. Ich bin so ein kompletter Vollidiot. Das fuckt mich wirklich ab. Ja, ganz im Ernst. Das fuckt mich wirklich, 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 wirklich ab. Weil ich so dumm bin. Der Gegner übrigens nicht schlecht, aber da haben wir schon gegen einiges Stärkere gespielt. Und ich sag mal so, wenn ich den Sweat zum 3:1 mache, dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus, dass ich wahrscheinlich nur das 4:1 danach mache, weil der Gegner nur aufmacht. Und dann sieht das im Endeffekt, im Endergebnis natürlich nochmal ganz anders aus. Aber so, wie es jetzt natürlich wieder gekommen ist, oh mein Gott. Ich bin so ein Vollidiot. Einfach nur ein Vollidiot und selber schuld. Man sollte sich vorher vielleicht nochmal die Tabelle richtig angucken. Mir ist eben gerade, nachdem ich das 3:2 gefangen habe, ist mir eingefallen, hatte ich nicht 10 Punkte? Dann würde ja eigentlich auch ein Unentschieden reichen und dann im nächsten Spiel einen Sieg. Und ja, dann war es schon rum. Oh mein Gott. Naja, wie gesagt, diesen Abstieg habe ich mir mal komplett selber zuzuschreiben. Selber schuldmäßig. So läuft die ganze Chose, wenn man halt zu dumm ist. Und jetzt würde ich mal sagen, bin ich raus. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.